Trouble in Terrorist Town mit Yannick. Wer möchte mit mir kuscheln? Wer möchte mit mir kuscheln? Was? Chris? Ja, aber jeder, der mich erwähnt hat, ist gestorben. Yannis sagt, ja. Ich laufe jetzt Chris hinterher, Yannis stirbt. Ari sagt, sag mal, warum lebst du? Bist du etwa These nach dem Motto? Und sie stirbt. Yannis. Tut mir leid, aber meine Leiche ist schwierig hochzukriegen. Hallo? Wenn ich tot bin. Peter, willst du nochmal auf mich schießen, oder? Ich hab mich auf dich geschossen. Nee, warum hast du mich dann getroffen? What the fuck? Ich war das nicht. Leon? Du stehst da bei einer Leiche rum und ich komme da runter. Wo ist da eine Leiche? Nee, da lag doch eine Leiche, was geht hier? Nein, da ist keine Leiche, da ist einfach nur Blut. Bist du auch gerade am Shoppen? Hilfe. Du bist auch gerade am Shoppen, ne? Nee, ich hab ein Bier getrunken, da und mir. Das ist ein Kack-Horrorfilm, dass alle anderen sterben aus ich. Ich mich nicht heilen konnte, als Yannis mich so niedergebombt hat. Und da habe ich mir scheiß Body Armor gekauft und die ist halt nur ein Witz. Nee, die habe ich früher die ist mal gekauft. Halt, die ist halt ein absoluter Joke. Die hilft gegen, wenn Leute in MAC-10 oder so spielen, also irgendwelche Gewehre oder so. Aber gegen Shotgun hilft das auch nicht unbedingt. Hilft sie gegen Headshots? Nö, Body Armor. Sehr schön. Nicht ich keine Head Armor. Doch, so ein Eimer. So ein Helm. Feige. Alter, also, richtig geil. Miracoli essen. Oder was? Ich esse gerade. Ich töte Wumba. Das Essen von heute Mittag. Ich will auch was essen. Ich bring Pizza mit. Also jetzt einkaufen, Dance hier so durch uns durch, einmal quer. Leon, übrigens Props an dich. Meine Mutter hat gerade gesagt, dass ich morgen, wenn ich Pfannkuchen mache, das so machen soll. Alter Chris, wieso schießt du irgendwie? Guck doch mal auf die andere Seite. Ja, wie du machen sollst, dass ich so ein dieses Glasteil drüber leg und dann das warm bleibt. Warum bin ich eigentlich Nitrate? Hä? Alter. Pfannkuchen machst, hat meine Mutter gesagt, Janik, machst du. Willst du auch mal deine Maus drehen? Drüber. Oder ist das Gift? Maus drehen ist Gift. Warum läuft Musik? Es ist Yannick. Was ist für eine Musik? Ja, das ist irgendwie so eine Gun. Hab ihn. Okay, wer war das? Sehr schön, du hast mir mies den Arsch gerettet. Wer war das? Yannick, warum bist du so schlecht? Ey. Ich konnte nichts mehr sehen, weil nur noch lila Zeug durch den Bildschirm geflogen ist. Was war das für eine Waffe? Waffe. Das ist eine VT-40. Okay. Weil, ich hab nichts mehr gesehen, mein ganzer scheiß Bildschirm war eigentlich nur so pink-schwarz. Jetzt im Ernsthaft, warum das bin hat ich mich nie Traitor? Warum ist eigentlich immer Yannick Traitor? Stimmt, warst du euch einmal Traitor heute? Ich bin immer Traitor. Aber ganz nur am Anfang. Nee, weil Peter Traitor wird, werde ich dann halt Traitor sein. Ich werde halt echt nie Traitor, das ist schon ein bisschen merkwürdig. Aber belastend. Peter, ich werde auch nie Traitor. Ja, gell, irgendwie werden immer nur Yannick. Ich dachte, du wärst Ari und Chris. Oh, ja, jeder auch vor allem. Ja, genau. Leon wurde gerade in 2 Folge, da war ich auch gerade. Warum werde ich echt nie Traitor? Warum hast du. Ich glaube, ist sie so schlecht? Random ja, drauf. Das ist die. Okay, never mind. Ja, das ist nicht die. Nein, das macht keinen Spaß, einfach random zu gehen. Ich weiß nicht, was du gerade mal. Ari wurde da gerade getötet. Ja. Kam gerade mit der Shotty voll auf mich Chris zu und dann warum hast du mich nicht umgebracht? Sorry. Ich wollte noch mal. Das war in dem Moment ein bisschen suspicious, als du auf mich zugerannt bist und dann. Ich stehe so, spring hier in der Ecke rum und ich hab dich. Peter, ich weiß nicht, was du machst, aber ich sehe dich heute konstant nicht. Oh, du bist. Peter, siehst du, wie ich umgebracht werde? Hä, wieso ist die umgebracht? Warum ist der tot? Das wäre jetzt eine schnelle Runde, kann das sein? Ich finde auch, die Map ist auch echt schlecht für TS. Weil die Traitor nicht mehr warten. Chris war halt schon. Ja, aber ich finde auch die Map schlecht für TS. Du kannst nirgendwo wirklich gut dich verstecken, dem als Sneaky umbringen. Das Problem ist, wenn du alleine bist, musst du halt relativ schnell einen töten und den sozusagen wiederbeleben, finde ich. Ja. Ja, und dann war Peter mal wieder hier oben. Ich hätte oder mir erst, ich hätte mir erst Turtles kaufen sollen und dann. Das, weiß nicht. Warum bin ich eigentlich nie Traitor? Jetzt bin ich suspicious, wollte gerade sagen. Jetzt! Ich hab's ihn auch in der letzten Level habe ich jetzt halt jede Runde gesagt. Let's find Peter. Jetzt ist irgendwann einmal zu viel. Einmal ist es. Bring mich halt um, komm. Irgendwann ist Stock übel voll. Okay. Janik, du bringst jetzt bestimmt nicht, Junge. Krieg ich jetzt die Revanche dafür, dass ich jetzt. Ari, wieso ziehst du auf mich? Hey, ich hab dich gerade erst gesehen. Ich hab geguckt, was Chris da macht. Ich suche Peter. Wenn jemand Peters Aufenthaltsort kennt, bitte ich schieß gleich in deine Schulter. Ari rennt mir nicht mehr hinterher. Hä, ich hab hinten deswegen auf die Tür geguckt, so gerade während du gesagt hast, du schießt mir in die Schulter. Was willst du von mir? Ja, ich will dir einfach nur in die Schulter schießen, das ist ja, alles. Ja, lass das mal. Ja, aber dann geh ich nur vom Fenster weg. Hä, ich bin. Nein, geh du doch vom Dach weg. Pff. Was geht ab, ey?
Ich hab Peter gefunden. Hast du nicht? Ja. Und Yannick. Ja. Yannick ist Traitor. Ja, gell, Yannick ist straight, ich bin auch nicht straight. Oh mein Gott. Yannick has been brought back to life as a traitor. Ich hätte sie umnieten können, ich absoluter Vollsäckel. Wen hättest du umnieten? Ich bin gar nicht straight. Die, ich hab sie unten in der Kanalisation gefunden. Ach, Yannick und Peter oder was? Das ist Chris. So, das war Peter. Mann, Peter. Das ist Yannick. Yannick ist Traitor, ich dachte, Chris wäre Traitor. Ich hab Angst. In meinem Herzen bleibst du immer Traitor. Nein! Servus! Okay. Ja, das war jetzt unlucky, dass ich da auf dem Dach stand. How do you do? Okay, Peter, das war vielleicht doch nicht die beste Idee. No. Ihr seid alle so super misstrauisch, ey. Ja, mit nur einem Traitor, dann kill ich lieber einmal ein Inno zu viel als, Nö, ich, das, darauf habe ich nicht keinen Bock. Das ist die Attitude. Dann kill ich lieber mal ein Inno zu viel. Ich so bei der, Anzahl das ist schwierig. Ja, der Traitor hat eh voll wenig Chancen, mit dann auch noch in random kills. Ja, gut, das stimmt. Gegen wobei, jetzt halt schon echt schwer, muss ich sagen. Da habe ich Peter jetzt dann auch oben gesehen und da war es dann klar. Ja, okay. Ich sehe die beiden unten im Tunnel und habe nicht auf den Chat geachtet. Hätte ich auf den Chat geachtet, hätte ich einen von den beiden sofort umnehmen können. Ich habe sogar gesagt, Peter, hol mich ins Tunnel, aber hat irgendwie keiner mitgekriegt. So belastend, Alter. Tja, na, Janis, darf ich dich abschießen? Nein. Darf ich dich abschießen? Doch, schieß ihm in die Schulter. Okay, Janis, schieß mir in die Schulter, ich schieß dir in die Schulter. Okay. Und dann sind wir Blutsbrüder. Okay, aber bitte mit einer normalen Waffe und nicht einem Bell-Launcher oder so. Danke. Okay, oh, da hinten steht jemand. Warte, warte, warte. Ich bin da. Wir gehen hier hin, wir gehen hier hin. Hier, guck mal, wir machen ich das. Ich glaube, Ari so. Wurde gerade umgenietet. Pass auf. Warum bin ich eigentlich nicht Traitor? Warte, ich schieß dir ins Knie. Ja. Yannick ist es. Warum bin ich das? So. weil du auf meiner Leiche stehst? Ja, und nichts gesagt hast. Und weil du Ari gekillt hast, ich hab sie unbedingt umfallen hören und ich wusste genau, wo sie war, deswegen bin ich direkt hin. Und dann stehst du da einfach, ohne ein Wort darüber zu verlieren. Ein Wort darüber zu verlieren. Die Map ist übel kacke für einen Traitor. Wie gesagt, ich habe euch auch schon gesagt, die Map ist richtig Traitor-unfriendly. Bisschen. Du tötest einen und die sind alle instant bei dir, du kannst doch nichts machen. Kommando, Tür geht nicht auf. Disco! Faster than you. Vor allem ich. Mann! Ich muss Chris in mein Team kriegen. Nur wenn ich gerade auf diese Runde wieder Traitor bin. Also auf geht's. Geil, du bist immer Traitor. Nicht so wie ich, der nie Traitor ist. Ja, ich bin auch nie Traitor, ich bin immer noch kein Traitor gewesen bisher. Ich will in meinem Traitor. Leben was Richtiges sein. Ich glaube, die Traitor-Ausweise müssen auch nicht Traitor sein. Ich glaube, ich hätte auch gar nicht versucht, Traitor zu sein. Ich habe schon mal versucht, ein verficktes Feld zu finden. Ich gehe auch in die Kandidatur, kann hier Dings Booster. Was hast du gerade abgeschossen? Wenn du mir nicht getötet werdest, dann ist das nicht schlimm. Wir gucken, wer draußen rumläuft. Ich bin gerne bereit, das Team zu wechseln. Auf uns wurde geschossen, Yannick. Glaube ich, nee, wurde doch nicht. Bam. Nein, was geht? Muss ich dich jetzt wegmachen? Kannst du bitte gehen? Nein, ich darf ich dann wenigstens die Leiter hochgehen, danke. Ja. Warte, ich kratze mich kurz. Nope. So. Unlucky. Schon irgendwie. Ich hab die Melonen getötet. Yannick? Lucky ist, dass ich Yannick gerade vor der Fresse seine Waffe weggeschnappt habe, so wie ich es mit Ari gemacht habe, Lul. Ja. Ich habe meinen Verdacht, wer Traitor ist. Yannick, kannst du bitte weggehen? Yannick, kannst du bitte weggehen? Ich bin sehr gespannt, den zu hören. Verdacht, wer Traitor ist. Ich glaube, und wer ist es? Ich glaube. Keine Ahnung, ich habe eigentlich keinen Verdacht. Ich glaube, es ist Peter. Hier plötzlich die sind hier alle. Hier sind gerade alle. Hey, Yannick, komm mal her. Komm mal her. Ja. Ich will dir mal eine Kühlkammer zeigen, Junge. Lauf da nicht rein. Ich musste das Fenster sauber machen. Wo ist eine Kühlkammer? Da hinten ist eine Kühlkammer. Als ob da eine Kühlkammer. Nein, Kühlkammer. Die haben sich zu zweit in die Kühlkammer verkrümelt. Machen die unanständige Dinge. Geh weg. Was ist der Plan? Unsittliche Dinge machen die da drin. Wir kühlen uns. Geh weg. Das war nicht lustig. Ich will nicht neben dir sein. Mann, ich finde es hätte es echt lustig gefunden, wenn Janis Traitor wäre mich einfach getötet hätte in der Kühlkammer, aber nein, ist er nicht. Ist da gerade jemand gestorben? Ich glaube, da ist gerade jemand gestorben. Chris verfolgt mich, wenn ich tot bin. Ich sehe, dass deine Leiche vergammelt. Ich verfolge ihn mit Spam F. Alter, F for Respect. Jeder, der was Cooles sehen will, kommt mal in Press F for Respect.
Ich hab ne Dragunov. Na. Boys, I'm out. Komm schon. Komm schon. Oh, perfekt. Chris, komm mal aufs Dach, ich will dir was zeigen. Einen Headshot? Nee, ich will dir was Lustiges zeigen. Komm mal her. Chris ist, glaube ich, gleich tot. Das ist der absolute Umweltsinn, du hier. Der steht hier im Drive-In, hat sein Auto verlassen, aber der Motor läuft noch. Chris, komm. Wo ist der? Ich will ihn umbringen. Wer kommt da von der anderen Seite aufs Dach? Geh mal da rein. Peter, oder ins andere. Was wetten wir, dass da eine Turtle ist? Hey, Yannick, was machst du da auf dem Dach? Guck mal, du bist jetzt auf dem Klo. Ist er da auch aufs Dach, oder? Du wirst mich eigentlich gar komplett verarschen. Noch auf dem Dach. Ich finde das lustig. Das ist ein Spaß. Oh, die okay, Jab-Bombe. Du hast mich umgebracht! Fürs Team, wusste es, ja. Wusste es. Ich hätte dich einfach wegmachen sollen. Aber ich war doch eh nur. Ich hab so gehofft, dass Yannick es ist. Weil ich bin ihm hinterher und ganz so ganz stillschweigend, dass er mich umbringen kann, weil er gecallt hat. Ich hol mir jetzt Chris ins Team. Nein, ich war's leider nicht. Aber ich hab was von Janis bekommen. Ari hat zwar gesehen, wie es aufgehoben hat, aber... Ja, nicht so richtig. Ich hab irgendwie was gesehen, aber ich wusste nicht, was ich gesehen hab. Also ich hab euch nur da komische Sachen gehört, machen sehen. Ich hab das so Angst. Ich geb was soll das denn hier lohnen? Lass mich doch raus. Ari so mit der Ecke so, hallo! Alle Zeuge wurde ja relativ schnell vernichtet hinter mir. Will jemand eine Pizza? Ich hab jetzt Bock auf eine Pizza. Bringst du mir die nach? Hier rüber? Es ist nicht eigentlich sein. Übel, die schlaue Idee, einfach einen Traitor ein. Ey, Janis hat mich angeschossen. Random in der Map rumzuschmeißen. Glaube ich. Na gut, derjenige wird es ja dann callen, dass er ein Traitor-Item gefunden hat. Ja, aber ja, genau. Wer glaubt ihm das? Keiner! Eben, überleg mal, keiner glaubt. Ich habe so oft schon ein Traitor-Item gefunden und keiner hat mir je geglaubt. Janis hat mich eben angeschossen. Ja. Janis schießt gerade relativ. Ich glaube, dass es Chris ist. Ey Chris, ich habe ein Geschenk für dich. Nein, Spaß. Nee, ich mag Geschenke nicht. Ja, aber guck doch mal, was mein Geschenk für dich ist. Vermutlich eine 9mm. Oh, nee, so. Dragunov. Ich liebe dich. Okay, das ist jetzt aber schnell eskaliert. Verpiss dich, ich brauch dich nicht mehr. Da ist eine Tür, die ist mysteriös. Ari hat mir gerade den Tag gerettet. Achso, ich dachte, du meinst. Nee, ich meinte Janis, weil er meinte, er hat irgendwas. Okay, so. Hey, man geht so durch die Tür. Wer ist gerade durch die Tür gerade bei der Bibliothek gelaufen? Ich und Leon, glaube ich. Hi, Peter. Ich zeige euch, wie man da durchgeht. Springt da durch das Fenster einfach. Ari, bleib mal kurz stehen. Ari. Nee. Doch, du hast mir eben schon einfach ins Gesicht geschossen. Chris, dann komm du kurz mal her. Guck mal. Ich möchte welcher herkommen. Bist du? Nein, verpiss dich. Ist eine Tür. Janis, was soll das? Eine Tür. Ja, okay, komm, ich guck mir deine Tür an. So geht man durch. Das ist eine Tür. Ich kann sie aber nicht aufmachen. Man kann sie mit Traitor aufmachen. Nee, ja, ich du musst einfach gegenlaufen. Lauf einfach gegen. Nee, die kann man nur als Traitor aufmachen. Nein. Ja. Lauf einfach gegen. Bei mir kann doch geht es jetzt auch. Sind wir beide Traitor? Ich glaube auch. Ich glaube, wir sind alle Traitor. Ich glaube, Janis hat auf mich geschossen. So, ja. Ja, das war der für eben. Okay. Außerdem habe ich dir weniger Schaden gemacht als du mir. Ich habe nämlich nur noch 73 Echt? Leben. Und hast du hast noch 77 Blick? Leben. Janis, wo bist du? Nicht da, wo du bist wahrscheinlich. Oh, da liegt die Leiche. Sonst wäre ich ja tot. Und zwar von Wieso bist du hier hinten im Hinterhof? Hä, ich bin einmal um den Dings gelaufen und hab die Melonen getötet. Okay. This is what I do. 3 in a row, bitch. Ich glaub, Chris ist es. 4 in a row. 4 fucking Headshots in a row. Und du hast immer noch die Dragunov gebracht. Ja, natürlich. Das waren jetzt. Das waren 4 Header in Folge. Komm, wo bist du? Ah, da bist du. Oh mein Gott. Alter, ich hab's halt voll nicht gerafft. Ich hatte gerade den Monster Desync des Todes, als das Ding in die Luft geflogen ist. Ja, nicht nur du. Was war das denn? Das war Turtle Mine. Oh. Leben nur noch wir zwei, ja, ne? Kann gut sein, ja. So, ich bin wieder auf dem Dach, verpiss dich, ja. Oh, du bist so dumm.